Für den Außenbereich habe ich eine schöne Terrakotta-Schale ausgesucht, die relativ froststabil ist. Und Pflanzen dazu, wie jetzt die Scheinrebhuhnbeere oder Scheinbeere, die Gaulderie. Das ist eine Erika-Art. Dann haben wir Skimmier dabei und die Christrose, die so klassische Winterblüher sind, dass man richtig für Weihnachtszeit eine richtig stilvolle, Aromate einladende Schale so für den Hauseingang oder für die Terrasse hat. Besonderheit für die Terrakotta-Schalen, die haben alle Abzugslöcher, damit das überschüssige Wasser ablaufen kann. Die müssen auch offen bleiben und um das zu gewährleisten, dass es nicht zugefriert, nehme ich dafür immer so Tonscherben und baue mit denen quasi ums Abzugsloch rum nochmal eine Drainage auf, damit einfach das Wasser nicht direkt im Abzugsloch am Boden gefrieren kann. Kann man auch machen, indem man unter die Schale Hölzer was legt, dass sie nicht direkt am Boden aufsitzt. Befüllt erstmal mit Erde, eigentlich eine einfache, gute Pflanzerde. Ist ein bisschen vorgedüngt, wobei im Winter die Pflanzen nicht viel Dünger brauchen. Im Zimmer sage ich grundsätzlich zwischen Oktober und März sowieso nicht düngen. Und im Freien ist es ähnlich, dass die Pflanzen, die im Winter wachsen, ja eigentlich kaum Nährstoffe aufnehmen. Also übermäßig düngen ist da Fehlanzeige. Um ganz ein bisschen Struktur zu geben, plane ich da ein Stückchen Holz mit ein. Das ist jetzt richtig schön, fast schon morbide angerottetes. War, glaube ich, Holler. Aber wichtig ist, dass die Struktur schön rauskommt. Grüne Basis ist zum Beispiel die Erika. Zählt zu den Skyline-Kalunenarten. Das ist eine Heideart, die jetzt noch sehr knospig ist, dann erst später aufblüht. Bildet so ein bisschen das grüne Herz. Die Christrose als bei uns heimische, typische Winterblüte. Leuchtet schön in dem Weiß. Ein guter Kontrast dazu bildet die Schneebeere. Ich befülle jetzt noch die Zwischenräume zwischen den Wurzelballen der Pflanzen. Drückt die schön an, damit die schön Kontakt haben. Die Pflanzschalen wird nicht ganz hoch befüllt, bleibt ein schöner Rand, dass man zum einen leichter gießen kann oder eben auch, wenn man es mit Moos, Holz oder anderen Steinen noch mehr abdeckt, da auch Gestaltungsfreiraum hat. Die Skimmie ist ein immergrüner Busch, ursprünglich aus dem japanisch-chinesischen Bereich beheimatet. Das, was man sieht, sind Knospen, das sind keine Früchte, sondern das sind die Blütenstände, die eigentlich sich im Frühjahr erst öffnen. Die bleibt also den ganzen Winter über, trägt sie den Schmuck durch die Knospen und im späten Frühjahr, meistens so März bis in April rein, ist die eigentliche Blütezeit, wo sie dann aufgeht. Aber das Schöne ist halt, dass sie sowohl die Fruchtstände als auch das Laub im Winter hält. Und dadurch eigentlich auch eine sehr interessante Strukturpflanze für den Winter ist. Alles etwas tiefer und der Vorteil von den tiefen Pflanzen ist jetzt, wenn ich jetzt angieße, dass auch das Wasser nicht über den Schalenrand hinaus, sondern erstmal schön reinläuft und die Wurzelballen schön durchnässt werden. Das ist wichtig jetzt am Anfang beim Angießen, weil die ganze Erde eigentlich alles trocken ist und durch das Angießen verbindet sich jetzt die Erde noch mehr mit den Wurzelballen und die Pflanzen können dann das Auswachsen in den frischen Erdraum beginnen. Später im Garten, wenn es steht und man im Winter Frost hat, braucht man nicht gießen während der Frostphase. Erst wenn der Frost geht, in dem Moment, wo wir 0 Grad wieder überschreiten, wo wir Schlappwetter bekommen, dann brauchen die Pflanzen auch Wasser, weil die Feuchtigkeit durch den Frost aus der Erde gezogen wird.